Ich habe dieses Tesla Model Y seit Juni, das sind jetzt 3 Monate, und es gab ein Problem. Und zwar hat die Windschutzscheibe Geräusche gemacht. Tatsächlich hatte ich vorne links ein richtiges Windgeräusch. Das hörte sich auf der Autobahn so an, als wenn ein Fensterspalt auf wäre. Und dann bin ich natürlich zu Tesla und habe gesagt, hey Leute, so geht's nicht, das ist irre laut. Das Auto ist ein Elektroauto, muss leise sein. Tesla hat gesagt, kein Problem, machen wir. Und haben dann festgestellt, in Berlin ist die Scheibe nicht richtig eingebaut worden. Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Ich bin am Ladepark Kreuzhilden hier am Seat & Greet und mein Auto hatte ein kleines Problem. Und zwar, die Frontscheibe war nicht richtig eingeklebt. Und das hat Tesla natürlich dann repariert, die Scheibe ausgetauscht, haben 3-mal nachgefragt, ob ich die Scheibe vielleicht woanders schon mal wechseln lassen habe. Sie waren da sehr skeptisch, weil sie wohl irgendwie schief eingebaut war. Und mir war auch immer so, als wenn ich durch die Scheibe gucke, als hätte ich einen Knick in der Optik, ne? Als wenn irgendwas mit der Scheibe nicht stimmt. Und davon abgesehen hatte ich halt laute Windgeräusche. Also wirklich, so bei 200 war es richtig laut, als hätte man das Fenster, das Seitenfenster einen Spalt auf, nur dass es halt von vorne links zu einer Frontscheibe kam. Tesla hat das getauscht, anstandslos. Nach 2 Tagen hatte ich mein Auto wieder. Es gab auch eine Rückrufaktion. Ich war ja einer der letzten, die im Juni ihr Auto gekriegt haben. Einen Tag später gab es einen Auslieferungsstopp, der mehrere Wochen angedauert hat. Und jetzt wurde per Rückruf genau das gemacht, was bei anderen direkt zum Auslieferungsstopp geführt hat. Nämlich der Inverter hinten am Heckmotor wurde getauscht. Und jetzt ist wieder alles schickimicki. Und das Auto ist mucksmäuschen leise. Jetzt kommt aber der Knaller. Tesla hat mir gesagt, sie können mir keine grüne Umweltplakette reinkleben, denn sie dürfen das nicht. Sie sind ein Autohersteller, der Elektroautos baut, und sie dürfen keine Umweltplakette kleben. Ich dachte, warum zur Hölle das denn? Da hat er gesagt, das darf nur das Straßenverkehrsamt und Betriebe, die Abgasuntersuchungen machen. Abgasuntersuchungen gibt es natürlich beim Elektroauto nicht. Und bei einem reinen Elektroautohersteller ist das auch völliger Quatsch. Die stellen sich ja kein Diagnosegerät dahin, was sie niemals brauchen, nur um die Plakette kleben zu können. Beamtenschimmel at its best. Ja? Warum kriegt Tesla denn keine Genehmigung dafür? Weil sie halt immer ein Elektroautohersteller sind. Das wäre doch meines Erachtens völlig selbstverständlich. Da sieht man wieder, Deutschland krankt an der Bürokratie. Und ich bin sehr froh, dass jetzt gewisse Dinge passieren. Robert Habeck hat jetzt kürzlich bekannt gegeben, dass Photovoltaikanlagen keine 70% Deckelung mehr ab nächstem Jahr brauchen, keine Einkommensteuer mehr zahlen müssen auf ihren Ertrag. Also es passieren gerade die richtigen Dinge. Aber hier muss man auf jeden Fall nachbessern. Tesla als Elektroautohersteller muss ja wohl in der Lage sein, einen Umweltaufkleber ausgeben zu können, also diese grüne Plakette. Weil das Auto macht ja keinen Staub. Abgesehen von den Reifen entsteht hier kein Abgas oder so, kein Feinstaub. Und dieser Abrieb von den Reifen, die macht ja jedes Auto. Also wenn ein Tesla keine grüne Plakette kriegt, dann kriegt sie gar kein Auto. Also das ist meine Meinung. Ja, das war ein kurzes Update, ein kurzer Splash and Dash hier zu meinem Tesla Model Y. Kleines Problem, große Auswirkungen, nämlich Wind. Jetzt die Scheibe getauscht. Was mir noch fehlt, ist die grüne Umweltplakette. Da muss ich jetzt zum Amt fahren. Ja, das wird es wieder gewesen sein. Abonniert den Kanal, wenn euch das Thema Tesla und was so mit meinem Model Y so passiert interessiert. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken und schaltet wieder ein, es wieder heißt, lasst uns zusammen die Welt retten. Gerne mit einer grünen Plakette von Tesla. Bis zum nächsten Mal. Euer Nino vom Danzai-Blog. Macht's gut. Ciao, ciao. Also, das kann sich auch nur ein deutscher Beamter ausdenken, ne? Dass man keine Umweltplakette bei Tesla bekommt. Ey, da packst du dir den Kopf. Unfassbar.